Guten Morgen, heute ist der 17.06. Wir haben heute Wetterupdate und zwar Gewitter und morgen auch ein bisschen. Und ein bisschen kann ein bisschen doll sein, aber auch ein bisschen nicht so doll. Also ist hier immer ein bisschen fraglich, aber nichtsdestotrotz, wir packen unsere Sachen ein. Da sind wir schon dabei. Wir haben alles schon gepackt, halbwegs jedenfalls. Und es ist jetzt 7:30 Uhr, glaube ich, um den Dreh. Oder ein bisschen später schon, 7:40 Uhr. Ja, wir fahren heute die 15 Kilometer ungefähr nach Andalsnes. Wir suchen jetzt da nicht Schutz, aber wir sind ja näher am Bahnhof dran, weil wir fahren ja Montag früh mit dem Zug. Und ja, damit wir jetzt nicht in Gewitter und Regen fahren müssen, haben wir gedacht, so kürzen wir einfach ab und nutzen die schönen Wetterphasen, weil wir sind ja schön Wetterradler. Und ja, wollen halt nicht im Regen fahren und deswegen fahren wir heute schon in die Richtung, auch wenn wir gerne noch hier bleiben wollen würden. Aber wir werden auch da einen Schlafplatz finden und werden halt da unsere Zeit noch ein bisschen verbringen. Mal gucken, wie wir das machen. Und wenn wir halt die ganze Zeit am Fjord sitzen, ist auch nicht so schlimm, ist auch was Schönes. Aber wir werden, wie gesagt, Richtung Andalsnes fahren nachher und werden jetzt noch gleich frühstücken. Hab mir schon Käffchen gemacht und packen jetzt gerade noch alles ein und dann machen wir alle dran und dann werden wir langsam losflitzen, weil es soll ja schon ein bisschen früher losgehen, es soll schon gegen 12 Uhr anfangen zu regnen. Und ja, da sind wir ja eigentlich immer erst los. Also müssen wir heute mal ein bisschen früher los. Aber es macht nichts, wir wurden wunderbar geweckt von den wunderschön singenden Vögeln, die sich anhören wie ein Wecker, den man nicht snoosen kann. Also wirklich, also es gibt Vögel hier, die haben eine Art zu singen, es ist wirklich grausam. Anders kann man es nicht sagen. Also es ist nicht schön. Aber auch die haben ihr Recht zu singen. Aber es hört sich wirklich an wie so ein Wecker, der düt, 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 düt macht. Also wirklich ganz, ganz krass. Der sagt, du sollst aufstehen. Also ist wirklich Wahnsinn. Den kannst du nicht wegdrücken, das geht nicht. Der kommt denn hier, der hat denn hier wie eine Kalaschnikow, so, tüt, 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 tüt. So, und dann fliegt er irgendwo 100 Meter weiter, macht da weiter, also der macht irgendwie alle wach hier am Fjord, also das ist irgendwie total toll. Es ist wirklich Wahnsinn, das habe ich schon ein paar Mal mitgekriegt, es gibt so eine Zeit, da kommt so ein Vogel, der macht dann sowas und dann haut der wieder ab und fliegt so immer weiter und nervt so alle Leute irgendwie. Aber es ist nicht so schlimm, wir wollten sowieso früh aufstehen und hat geklappt. Er ist nach vorne Wecker klingeln, sind wir noch wach geworden. Und ja, also Wetter ist halt bedeckt, ist auch ganz gut so. Wir haben ja gestern genug Sonne getankt. Der Rücken, der brennt noch ein bisschen. Und wir freuen uns natürlich, jetzt wieder Fahrrad fahren zu dürfen. Und mal gucken, was uns noch so alles über den Weg radelt. So, wir lernen ja immer wieder neue Leute kennen, wenn wir irgendwo einen neuen Platz suchen. Und da sind wir wieder sehr gespannt. Also bis später. Macht's gut. Schönen guten Morgen. Geht raus an alle und alle, die aufstehen müssen und arbeiten. Und eigentlich, heute ist ja Samstag, müssen ja nicht so viele arbeiten, außer die in der Pflege arbeiten. Upsi, meistens jedenfalls ist es so. Also, wie gesagt, schöne Grüße an Katja. Und natürlich auch an alle anderen, Ilona und wen kennt man noch alle? Ich habe ja schon wieder die ganzen Namen vergessen. Ich kenne ja keinen mehr. Wen kennst denn du noch? An Janine, ja stimmt, Janine gibt's ja auch noch. Hallöchen Janine, schön, dass du da bist. Kommst du mal kurz rum, ich hab ein Käffchen hier mal. Und Gerhard, wir uns fehlen deine Eier. Angela, Hallöchen, schönen guten Morgen. Ja, mir fallen schon gar keine Namen mehr ein. Ich habe schon alles vergessen wieder, wo wir herkommen, wer ich bin. Marina. Wer ist Marina? Oh, Marina, schönen guten Morgen, Marina. Schön, dass du guckst. Uns geht's gut. Wir haben Sonnenbrand und haben den See gestern genossen. Schatzi, ich möchte dir auch mal guten Morgen Guten sagen. Morgen. Schatzi kennt ja ein paar mehr wie Ecke. Ich muss ja immer nachfragen, wie sie alle Grüßt heißen. euch ihr alle da draußen oder Da da drinnen. drinne. Ja. Habt ein schönes Wochenende. Ja. Wir radeln heute ein kleines Stückchen weiter und dann schauen wir mal, Ja. was sonst so über den Weg läuft. Ja, lernen wir wieder Ja. neue Leute kennen. Also, tschüssi, bis bald, bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen.